Dürrekatastrophe in den USA. Problemzone Lené-Dreieck. Filmfestspiele in München. Mars-Mission der Sowjets. Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Und willkommen zur ersten Testsendung von RIAS TV. Tja, da sind wir also mit der ersten von 8 Probesendungen, die wir jeweils Sonntag von 8 bis 9 Uhr ausstrahlen wollen. Hinterher geht es dann richtig los. Vom 22. August an werden wir jeden Tag für Sie senden. Da wollen wir Ihnen täglich das Interessanteste von dem zeigen, was in der Welt, in Deutschland und in Berlin passiert. Die Sendung heute möchte mal so einen kleinen Vorgeschmack davon geben. Wir werden in dieser Stunde von allen Themenbereichen etwas bringen, die später regelmäßig im Programm von RIAS TV vorkommen werden. Oder sagen wir besser, von fast allen. Genug der Vorrede? Die Nachrichten, ja. Neues Attentat im südafrikanischen Johannesburg, der 16. Sprengstoffanschlag in diesem Jahr. Bei der Explosion einer Autobombe unmittelbar neben einem vollbesetzten Sportstadion sind gestern Abend 2 Menschen getötet worden. Mindestens 26 weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Der Sprengsatz ging nur wenige Minuten nach dem Ende eines Rugby-Spiels hoch, als Zehntausende von Menschen zu ihren geparkten Autos eilten. Die Polizei macht die verbotene schwarze Widerstandsbewegung Afrikanischer Nationalkongress, ANC, für das Attentat verantwortlich. Der ANC bestritt jedoch, an dem Attentat beteiligt gewesen zu sein. Erstmals ist ein amerikanisches Kriegsschiff im Persischen Golf einem dänischen Supertanker zu Hilfe gekommen. Südlich der Insel Abu Musa war das Schiff gestern von 3 iranischen Schnellbooten angegriffen worden. Nach Angaben des amerikanischen Verteidigungsministeriums hatte der Tanker daraufhin die US-Fregatte Montgomery um Hilfe gebeten. Die iranischen Schnellboote wurden mit Warnschüssen in die Flucht getrieben. Nach neuen Richtlinien der US-Politik dürfen amerikanische Schiffe im Golf den neutralen Schiffen helfen, wenn sie sich in internationalen Hoheitsgewässern befinden. Insgesamt 80 sowjetische Inspektoren sind am Freitag an Bord einer Aeroflot-Maschine auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Travis in Kalifornien eingetroffen. Sie wollen die Einhaltung des INF-Vertrages überprüfen. In dem Abkommen haben sich beide Supermächte zum Verschrotten ihrer landgestützten Mittelstreckenraketen verpflichtet. Das Expertenteam hatte 48 Stunden Zeit, die Orte, die sie aufsuchen wollte, zu nennen. Erster Inspektionsort ist das Rüstungswerk Magna in der Nähe von Salt Lake City. Dabei geht es dem sowjetischen Team nach amerikanischer Darstellung darum, dass keine Pershing-2-Raketen das Werk mehr verlassen. Insgesamt 60 Tage haben die Experten der UdSSR und der USA Zeit, die Militäranlagen der anderen Seite zu besichtigen. Das US-Expertenteam, das ebenfalls am 1. Juli seine Inspektion begonnen hat, will zunächst die sowjetische Stadt Votinsk besuchen. Hier wurden bisher die SS-20-Raketen hergestellt. Moskau in der vergangenen Woche, Michail Gorbatschow auf dem Prüfstand. 5000 Delegierte berieten über die Reformpläne des Parteichefs. Erfolg für Michail Gorbatschow in Moskau, positive Reaktionen aus dem Ausland. 4 Tage lang beriet in dieser Woche die 19. Allunionskonferenz der sowjetischen KP im Kreml. Dabei konnte sich Generalsekretär Michail Gorbatschow mit seinem Reformkurs durchsetzen. Perestroika und Glasnost fanden die Zustimmung der Delegierten. Auch im Ausland wurde das Ergebnis der Konferenz positiv aufgenommen. Fast alle Ostblockstaaten begrüßten die beschlossenen Reformen. Lediglich die DDR-Führung lehnt Veränderungen für das eigene Land ab. In Bonn meldete sich Volker Rühe. Der stellvertretende CDU-Fraktionschef nannte das Konferenzergebnis eine Bestätigung für Glasnost. In Camp David antwortete US-Präsident Ronald Reagan auf die Frage nach einer Beurteilung mit den Worten: Was soll denn sein? Der Präsident überließ seinem Vize das Wort. George Bush nannte die Pläne Michail Gorbatschows so wörtlich revolutionär. Für den KP-Chef entwickelte sich die Konferenz in Moskau zu einem Triumph. Das wichtigste Ergebnis der Beratungen: Schon im kommenden Jahr soll zum ersten Mal ein Präsident gewählt werden. Damit wird eine der wichtigsten Forderungen Gorbatschows erfüllt. Außerdem sollen die Amtszeiten der Parteifunktionäre begrenzt werden. Beide Entscheidungen setzen Zeichen. Gorbatschow hat seine Reformpläne über eine weitere große Hürde gebracht. Ein anderer ist darin schon im November gescheitert. Der Moskauer KP-Chef Boris Jelzin. Vor der Allunionskonferenz forderte er seine politische Rehabilitation. Ja, inzwischen setzt sich auch die DDR mit den Ereignissen in Moskau auseinander. Das Parteiorgan Neues Deutschland druckte in seiner Wochenendausgabe den kompletten Wortlaut der Abschlussrede Michail Gorbatschows.
Der Generalsekretär hatte ja darauf hingewiesen, dass die geplanten Reformen viel Zeit brauchten. Die Dinge übers Knie zu brechen, so Gorbatschow, sei der falsche Weg. Und auch Angst vor den Reformen, so sagte er, sei falsch. Die DDR-Führung hatte bis jetzt immer ihre Ablehnung des Reformkurses in der Sowjetunion deutlich gemacht. Die amerikanische Küstenwache hat über 50 Tonnen Marihuana beschlagnahmt. Seit Donnerstag hatte die Küstenwache einen unter panamaischer Flagge fahrenden Frachter beobachtet. Das amerikanische Außenministerium holte in Panama die Erlaubnis ein, das Schiff zu stoppen, das sich in internationalen Gewässern befand. Als die Mannschaft des Frachters sich weigerte, die Fahrt zu unterbrechen, eröffnete die Küstenwache das Feuer. Das sichergestellte Marihuana hat einen Schwarzmarktwert von etwa 200 Millionen Dollar. Erstmals steht in Israel ein Soldat wegen mutmaßlicher Tötung eines Palästinensers vor einem Kriegsgericht. Nach einem Bericht des israelischen Fernsehens soll der Soldat einen arabischen Jugendlichen im besetzten Westjordanland aus nächster Nähe erschossen haben. Keine Steuerbefreiung für Hobbyflieger. Nach Informationen der Zeitung Welt am Sonntag will die Bundesregierung die Steuerbefreiung wieder aufheben. Dies soll durch eine Änderung des Mineralölsteuergesetzes geschehen. Danach sollen nur noch gewerbliche Flieger, die beispielsweise Lufttaxis, steuerfrei tanken können. Ursprünglich wurde die Steuerbefreiung vom bayerischen Ministerpräsidenten und Hobbyflieger Franz Josef Strauß angeregt. Er will am Dienstag dazu eine Grundsatzerklärung abgeben. Die isländische Staatspräsidentin Vigdís Finnbogadóttir trifft heute zu einem siebentägigen Aufenthalt in der Bundesrepublik ein. Auf dem Programm stehen unter anderem Gespräche mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker und Bundeskanzler Kohl sowie ein Besuch in Berlin. Die Staatspräsidentin war erst im vergangenen Monat zum dritten Mal in ihrem Amt bestätigt worden. Auch Rias TV kommt ohne Goethe nicht aus. In der Dichter-Hit-Parade steht Johann Wolfgang von Goethe für die Schüler der DDR auf Platz 1. Dies ergab eine repräsentative Untersuchung der Pädagogischen Hochschule Potsdam. In der Einzelbewertung wird Goethe jedoch überflügelt von Theodor Fontane. Die Ballade John Maynard erreichte die absolute Spitzenstellung in der Beliebtheit von Gedichten. Das Wetter vor den weiteren Aussichten erstmal die Temperaturen von heute Morgen. Bei meist heiterem bis wolkigem Wetter lagen sie zwischen 13 und 15 Grad. Im Einzelnen Berlin und Hamburg heiter 15 Grad, Köln-Bonn wolkig 13 Grad, Frankfurt wolkig 14 Grad, München heiter 13 Grad, Magdeburg wolkig 13 Grad und Leipzig wolkig 14 Grad. Die Radarkarte von 7.30 Uhr zeigt aufgelockerte Regengebiete nordwestlich und westlich von Berlin, zwischen Magdeburg und Hamburg sowie einen Schauer westlich von Leipzig. Die Niederschlagsgebiete ziehen nach Nordosten und werden im Laufe des Nachmittags auch Berlin erreichen. Ja, und hier in Berlin, da wird es am Vormittag zunächst jedoch noch heiter bis wolkig sein. Ab Mittag führen die von Südwesten heranziehenden Tiefausläufer zu einer Bewölkungszunahme. Es kommt zu Schauern, vereinzelt auch zu kurzen Gewittern. Bei mäßigem bis frischem Südwestwind steigen die Temperaturen auf 22 Grad. In der Nacht sinken sie bis 14 Grad. Ja, Sie haben es gerade gehört, keine so schönen Aussichten für die sonnenhungrigen Berliner. Auch wenn sich bislang ja ungewöhnlich oft strahlend blauer Himmel über der Stadt zeigte, können die meisten bekanntlich nicht genug davon kriegen. Ganz anders in den USA. Dort hat man mehr als genug an sommerlicher Hitze und das schon seit Monaten. Gnadenlos brennt die Sonne. Im Mittleren Westen hat sie zu katastrophalen Dürreschäden in der Landwirtschaft geführt. Aber wie unser Korrespondent aus Washington berichtet, auch in den Städten staut sich die Hitze. Den einen treibt sie zur Abkühlung in den Springbrunnen. Die Farmer im Mittleren Westen der USA treibt sie möglicherweise in den Bankrott. Die für diese Jahreszeit ungewöhnliche und andauernde Hitzewelle in den Vereinigten Staaten. Von Kalifornien bis zum Staat Georgia, von den kanadischen Prärien bis zu den texanischen Ebenen, überall ausgedörrte Böden und Farmer, die um ihre Existenz kämpfen. Die Kornkammer Amerika, Symbol für eine Überflussgesellschaft, die von Moskau bis Afrika die Welt mit Getreide belieferte, sie wird derzeit von der größten Dürre seit über 50 Jahren heimgesucht. Eine so große Katastrophe hat es noch nie gegeben. Selbst zukünftige Ernten sind gefährdet. Der Grund, Dürre und Wind haben zu einer gigantischen Erosion geführt. Die ersten Leidtragenden sind die Viehzüchter und Milchbauern. Sie müssen ihre Herden verkleinern, die sie bisher mit Überschussgetreide gemästet haben. Und das
gibt es jetzt nicht mehr. Dieser Farmer hat 9 Kühe nach Milwaukee zum Schlachten gebracht, weil, wie er sagt, Getreide zu teuer ist, um es ans Vieh zu verfüttern. An der Rohstoffbörse in Chicago werden Korn und Sojabohnen stündlich teurer notiert. Für Spekulanten ein schneller Gewinn, für die Agrarwirtschaft der USA ein schwerer Rückschlag. Denn sie war gerade dabei, sich nach einer Hochzinsphase und dem Farmsterben der 70er Jahre wieder zu erholen. Jetzt drohen Bankrott und höhere Lebensmittelpreise. Nur Fleisch ist momentan billig, je voller die Schlachthöfe werden. Sind die Herden erst wieder kleiner, wird das auch bei Fleisch zu enormen Preissteigerungen führen. Niemals in den vergangenen 50 Jahren haben wir eine Dürre von diesem Ausmaß durchgemacht. Und es gibt keine Aussicht auf Regen oder Besserung. Der Handel dieser Nation darf nicht zum Erliegen kommen. Am Mississippi geht er nicht mehr weiter. Der wichtigste Transportweg durch den Süden der USA ist praktisch lahmgelegt. Der vielbesungene Old Man River, sonst ein riesiger Strom, führt an einigen Stellen nur noch 10% seiner normalen Wassermenge. Die Folge: auch die Stromversorgung ist gefährdet. In manchen Flusskraftwerken sind bereits alle Turbinen stillgelegt. Um Abhilfe zu schaffen, wollen Politiker aus dem Süden die Schleusen zwischen den großen Seen im Norden und dem Mississippi öffnen. Das hätte möglicherweise noch größere Umweltschäden zur Folge. Nur der Wettergott könnte wirklich helfen. Aber der stellt sich stur. Das Satellitenbild zeigt über dem mittleren Westen ein beständiges Hochdruckgebiet mit Temperaturen von 36 Grad Celsius und höher. Es bleibt dabei. Hitze, Hitze und kein Ende abzusehen. Tja, sommerliche Hitze in den USA und in Bonn. In Bonn, da laufen schon die Proben fürs Sommertheater. Noch ist der Vorhang nicht aufgezogen. Erstmal muss ja noch die Steuerreform durch den Bundesrat. Aber dann tut sich das vertraute Sommerloch auf. Und ein bisschen von dem, womit man das diesmal füllen könnte, das lässt sich jetzt schon absehen. Die Diskussion um die Steuerreform hat ja ein ungemein bedeutsames Thema bisher in den Hintergrund gedrängt, völlig unverdienterweise. Wie sollen sie sitzen, unsere Abgeordneten, im neuen Plenarsaal des Bundestages? Rund, halbrund oder kreisrund? Seit es in Deutschland Parlamente gibt, und das sind schon über 100 Jahre, sitzen die Abgeordneten wie in einer Schulklasse neben und hintereinander, meistens im Halbrund brav vor dem Präsidenten. Das Parlament wie eine Schule der Nation. Jetzt, wo Bauzäune im Regierungsviertel vom neuen Bundestag künden, streiten sich die Abgeordneten über die große Sitzordnungsreform im Plenarsaal. Eine Jahrhundertreform. Das Parlament, ganz Deutschland, fragt sich, halbrund oder rund? Rund, würde ich sagen, damit jeder sich sieht. Ne? Es ist ja auch in der Familie gemütlich, wenn man um einen runden Tisch sitzt. Ne? Für welche Fassung sind Sie? Ja, ich bin für die runde Sache. Unser Parlament ist für unsere Demokratie so wichtig. Da muss auch die Sitzordnung an sich rund sein. Und die Kameraden sollen sich auch ruhig gegenseitig mal in die Augen sehen können in der Debatte. Zwei Wähler stimmen für die runde Lösung. Und eigentlich war die Sache auch für die Abgeordneten längst klar. Schon bevor in Bonn die Grube für das Hohe Haus gegraben wurde, im Juni letzten Jahres, stimmte das Parlament knapp, aber immerhin, für eine kreisrunde Sitzordnung. Jetzt soll die Reise wieder in die andere Richtung gehen. Die Befürworter der alten Ordnung rütteln am Mehrheitsbeschluss. Die Bausubstanz des neuen Plenarsaals ist und bleibt eine kreisrunde Form. Dass aber die Sitzanordnung im Plenarsaal mit Ansteigen der Ebene und mit der Ordnung der Bundesregierung wie bisher, Präsidium wie bisher und Bundesrat wie bisher. Hintergrund der neuen Sitzordnungsdebatte ist, dass sich bei der runden Lösung der Bundesrat benachteiligt fühlt. Nur noch 5 Plätze in der ersten Reihe gibt es für die Länderkammer, während bei der Halbrundlösung alle 11 Ländervertreter in die erste Reihe passen, gleichberechtigt nebeneinander. FDP und CDU-CSU-Abgeordnete haben einen Gruppenantrag eingebracht. Im September, wenn aus dem Bonner Bauloch vielleicht schon ein Stück Parlament herausgewachsen ist, dann soll nochmal neu entschieden werden, ob es demnächst im Bundestag ganz rund gehen soll oder ob weiter halbrunde Sachen gemacht werden. Vielleicht ist bis dahin auch allen Abgeordneten wirklich klar, um was es genau geht.
Deutscher Triumph in Wimbledon. Seit gestern ist Steffi Graf inoffizielle Tennis-Weltmeisterin. Sie gewann das Finale der offenen englischen Meisterschaften gegen Martina Navratilova aus den USA. Die weltranglichsten Erste schlug die achtmalige Wimbledon-Siegerin nach anderthalb Stunden Spielzeit mit 5:7, 6:2 und 6:1. Im vorigen Jahr noch hatte Martina Navratilova den Center Court als Gewinnerin verlassen. Heute Nachmittag kann sich Steffi Graf einen weiteren Titel sichern. Im Anschluss an das Herrenfinale steht sie mit ihrer argentinischen Partnerin Gabriela Sabatini im Doppel-Endspiel. Gegnerinnen, das sowjetische Überraschungsdoppel Larisa Savchenko und Natalia Zvereva. Boris Becker ist auf dem Weg zu seinem dritten Wimbledon-Erfolg. Im Endspiel trifft er heute um 15 Uhr auf den Schweden Stefan Edberg. Im Halbfinale besiegte der 20-Jährige gestern den Tschechoslowaken Ivan Lendl mit 6:4, 6:3, 6:7 und 6:4. Das Match war am Freitag wegen Dunkelheit unterbrochen worden. Boris Becker brauchte 9 Matchbälle, um den weltranglichsten Ersten Ivan Lendl zu besiegen. Wir bleiben beim Tennis. Der TC Blau-Weiß Neuss ist Europapokalsieger, der Landesmeister. Gegen den Racing Club Paris liegen die Neusser im österreichischen Linz uneinholbar mit 5:0 in Führung. Für die Einzelsiege am ersten Finaltag sorgten unter anderem Erik Jellen und Christian Sacchiano. Bundesdeutsche Siege im Intertoto-Cup im deutsch-deutschen Fußballduell schlug Bayer Uerdingen gestern den 1. FC Magdeburg mit 2:0. Die Tore für den Bundesligisten erzielten Wolfgang Funkel und Reinhold Matti. Ebenfalls erfolgreich Hannover 96 mit 2:0 gegen Malmö FF und der 1. FC Kaiserslautern mit 1:0 gegen Wacker Admira Wien. Dritter Qualifikationssieg für die deutschen Basketballer. Mit einem 99:87 über Dänemark beendete die Herren-Nationalmannschaft gestern Abend die Vorrunde der Olympia-Ausscheidung. Schon vor dem Treffen im holländischen Arnheim hatten sich die Deutschen für die Finalrunde qualifiziert. Tja, was für die Großen die Tour de France ist, es ist für die Kleinen die 4-Etappenfahrt in Berlin. Seit Mittwoch kämpfen Talente aus 12 Nationen um den Gesamtsieg bei Europas größter Veranstaltung für Radjunioren. Bitte vorbereiten, Dirk Kalis, Wilfried Schäfer, Marcel Scholz. Als Charlie Chaplin den ersten von 110 Fahrern auf die Prologstrecke schickte, waren sie gerade erst in Berlin eingetroffen. Jan, Roger, Roman und Stefan aus der Nähe von Basel. Sie sind die 4 Besten von rund 400 Schweizer Radjunioren. Keiner von ihnen hatte schulfrei bekommen. So musste man innerhalb von 14 Stunden nonstop durchfahren zum letzten großen Testrennen vor der Nachwuchs-WM in Dänemark. Zum Warmfahren blieb keine Zeit mehr, nur noch zur kurzen Innenstadtrundfahrt. Die Polizei hatte am Mittwochabend schon längst die Schotten dicht gemacht. Da rollten die 4 von der Startrampe. Auftakt zum einen Kilometer langen Rundkurs am Europacenter. Ihr Betreuer Heinz Müller ahnte nichts Gutes. Wir haben schon lieber, wenn wir ein paar Berge drin haben. Aber wir müssen uns an das halten, was geboten wird. Recht hatte er. Seine Jungs flitzten hinterher. Szenenwechsel Freitagmorgen, Gemeinschaftsquartier in Schöneberg. Die Konkurrenz reparierte, champonierte und studierte die Zeitung, während die Alpenländler zünftig frühstückten. Den Eidgenossen war wieder die Zeit verflossen. Dabei war der abendliche Kudammbummel doch schon um 11 Uhr zu Ende gewesen. Nach dem Frühstück die Teambesprechung. Circa um 7 nach 10 mit den Rädern von hier aus hierher fahren. Und zwar wir mit dem Bus voraus, ihr mit den Rädern hinter dem Bus. Bei der zweiten Etappe am Freitag war dann plötzlich Schluss mit der Schweizer Gemächlichkeit. Zuerst wagte Stefan einen Ausreißversuch, dann jagte Roman dem Feld davon. Schließlich spurtete Jan Wittlin mit einer Vierergruppe dem Ziel entgegen. Am Ende blieb jedoch nur der undankbare 4. Platz für ihn. Ich hatte ein bisschen eine zu kleine Übersetzung wie die anderen. Und ich habe alles gegeben, um genug Zeit ins Ziel zu retten, dass ich im Gesamtklassement weit nach vorne komme. Vor dem Schlusstag liegt das Schweizer Team in der Gesamtwertung auf dem 3. Platz. Nach dem Rennen suchten die einen Abkühlung. Die anderen bereiteten den Feierabend vor. Denn was hatte ihnen ihr Trainer geraten? Lernt Berlin kennen.
Vergangenen Freitag am Lené-Dreieck, ein einmaliger Vorgang seit dem Bau der Mauer im Jahre 1961, wurden Mauerspringer bislang hart bestraft, nahm die DDR diesmal rund 200 von West nach Ost kletternde Westler mit offenen Armen auf und bewirtete sie mit Brötchen, Kaffee und Zigaretten. Grund für den ungewöhnlichen Empfang auf östlicher Seite: 900 Westberliner Polizisten räumten das Lené-Dreieck wenige Stunden, nachdem der Gebietsaustausch rechtswirksam geworden war. Der Senat setzte seine Maxime "Besetzung wird nicht geduldet" erfolgreich durch. Ein Blick zurück auf 5 Wochen Dreiecksgeschichte. Ein politisches Kuriosum wird zum Politikum. Ein Stück Niemandsland, für kurze Zeit zum Freiraum, später zum Schauplatz für gewalttätige Auseinandersetzungen. Anfangs friedlicher Protest gegen Umweltzerstörung und Straßenbau schlägt um, wird zur Machtprobe gegen den Staat, zur Provokation. Die Chronik des Lené-Dreiecks. Seit dem Mauerbau 1961 liegen hier 40.000 Quadratmeter Land brach. Bilder vor der Besetzung. Das Gelände gehört zwar zu Ost-Berlin, liegt aber vor den Sperranlagen, die hier einer geraden Linie folgen. Ein vergessenes Stück Land, Wildwuchs breitet sich aus. Aber der Senat hat seit langem ein Auge auf das Lené-Dreieck geworfen. Die Westtangente soll hier einmal den Tiergarten mehrspurig durchqueren, so die Planung. Und mit dem zum 1. Juli vereinbarten Gebietsaustausch rücken diese Pläne in greifbare Nähe. Am 25. Mai ziehen Besetzer auf das Gelände. Sie wollen mit ihrer Aktion gegen die geplante Nord-Süd-Schnellstraße protestieren. Am 6. Juni regelt die Polizei das Gelände ab, stellt Zäune auf. Schutz der Bevölkerung vor Munition aus dem Zweiten Weltkrieg und die Beruhigung der Situation, so die Begründung. Dem Innensenator geht es aber wohl mehr darum, einen vermeintlich rechtsfreien Raum zu verhindern. Aber noch bleibt das Gelände für die Polizei tabu. Die Bemühungen des Senats um eine Lösung bringen nichts. Gespräche der Besuchsbeauftragten aus Ost und West bleiben ohne Ergebnis. Die Briten, in ihrem Sektor liegt das Gebiet, verhandeln mit den Sowjets erfolglos. Die Sowjets verweisen auf die Souveränität der DDR und deren Grenzorgane schauen zu, tatenlos. Berlin hat eine neue Attraktion im Kulturjahr E88. Seine nach der Teilung verödete Mitte steht wieder im Mittelpunkt. Touristen machen Führungen durch den alternativen Menschenzoo. 29.000 Besucher zählt die Polizei. Die Presse aus aller Welt gibt sich ein Stelldichein an der Mauer, assistiert von den Besetzern. Muss das sein, dass du hier reinfilmst? Aber die Situation spitzt sich schnell zu. In der Grünidylle herrscht mittlerweile Bombenstimmung. Steine und Molotow-Cocktails gegen Tränengas und Wasserwerfer. Steine fliegen nicht nur von Besetzerseite auf die Polizei, auch die Beamten langen schon mal zu, wie Zeugen berichten. Eine Szene von einem Videoamateur festgehalten. Von der Berliner Linie, Konflikte durch Argumente zu lösen, ist nichts mehr geblieben. Die Verhältnismäßigkeit der Mittel ist fragwürdig geworden. Es mehren sich die Stimmen, die den Abzug der Polizei fordern, das vermittelnde Gespräch erwarten, um weitere Gewalt zu verhindern. Der Senat entscheidet anders. Am Morgen des 1. Juli, das Gelände gehört gerade seit 5 Stunden zu West-Berlin, wird geräumt. 900 Polizisten dringen von allen Seiten vor, besetzen die Zugänge durch das zur DDR gehörende Unterbaugebiet. Hierin haben sich auch die Besetzer zurückgezogen, ohne dass es zuvor zu Auseinandersetzungen gekommen ist. Mit Sack und Pack haben sie ihr Dorf verlassen, ab geht's über die Mauer nach drüben. Rund 200 Personen entziehen sich dem Zugriff der Polizei mit dem Sprung in Lastwagen der DDR-Volksarmee. Einreise, mal ganz ohne Visum und Zwangsumtausch, aber sicher kein Wandel im kleinen Grenzverkehr. Die Personalien der Mauerspringer werden festgestellt und nach einem Frühstück werden sie wieder abgeschoben. Ein Ereignis, das auch den DDR-Medien einen Bericht wert ist, ohne jedoch die Mauer mit einem Wort zu erwähnen. Auf dem Lené-Dreieck, das zuvor wegen Munitionsgefahr für Fußgänger lebensgefährlich gewesen sein soll, fahren jetzt die Planierrauben auf. Eine erfolgreiche Räumung zweifellos, die Motive der Besetzer aber sind damit nicht ausgeräumt. Tja, damit ist wohl das heißeste Eisen, mit dem es der Berliner Senat in dieser Woche zu tun hatte, erstmal abgekühlt. Und der Mann, der dafür die politische Verantwortung trägt, der sitzt jetzt bei uns im Studio, der Berliner Innensenator. Schönen guten Morgen, Herr Käfenich. Herr Käfenich, das Lené-Dreieck ist geräumt, aber die politischen Konflikte, die anders waren für die Besetzung,
sind damit ja nicht aus der Welt. Rechnen Sie damit, dass es vielleicht Versuche gibt, in der nächsten Zeit dort wieder sich niederzulassen? Nein, damit rechne ich nicht, weil jeder weiß, dass wir eine erneute Besetzung in welcher Form auch immer nicht zulassen werden. Wie ist denn die Bewachung dort heute Morgen? Nun, es sind nur so ein paar Polizisten, die Bauwagen des Bausenators und die Munitionssuchewagen. Aber es gibt praktisch keine Bewachung mehr. Aber es wird ein Zaun drum gebaut und wenn der Zaun da ist, dann glaube ich, ist die Sache ausgestanden. Kommen wir nochmal zurück auf die Ereignisse der vergangenen 4 Wochen. Da gab es ein ziemlich großes Polizeiaufgebot. Und wenn Sie jetzt mal darauf zurückgucken, meinen Sie, dass das denn doch auch im Rückblick noch richtig war? Wenn man bedenkt, dass die Polizisten ja erstens nicht auf das Gelände konnten, sie konnten dort nichts unternehmen und sie konnten ja auch nicht den Zugang unterbinden, weil ja die Leute immer noch an der Mauer, wo die Polizei nicht hin konnte, hindurch konnten. Also ich glaube schon, dass es richtig war, so schwer mir das auch nachher noch fällt, darüber zu reden. Ich würde sagen, wir hatten ja da 3 Gründe. Der erste Grund war der, dass wir verhindern wollten, dass jemand draufging wegen der Gefahr. Der zweite Grund war aber, dass wir verhindern wollten, dass dort gebaut wurde. Wir wollten verhindern, dass Bauwagen kamen, Material, Beton und so weiter, aber wie das am Anfang. Es kamen sowohl Leute als auch Baumaterial an der Mauer entlang. Nein, aber wissen Sie, wenn Sie lange laufen müssen, dann tragen Sie mal einen Balken oder Sie tragen vielleicht mal eine Tasche voll Zement, aber Sie können eben keine großen Materialien drauf. Also das haben wir verhindert. Und das dritte, der dritte Grund war ja, die DDR hatte uns ja gesagt, sperrt doch mal bitte ab. Denn wenn ihr abgesperrt habt und eure Leistung erbracht hat für die Absperrung, dann werden wir auch unseres erbringen. Und das ist eben leider nicht eingetreten. Ja, wie war das mit der DDR? Also, Sie haben ja nun mehrere Vorschläge gemacht zur Kooperation. Die müssen wir jetzt gar nicht alle aufzählen. Jedenfalls mehrere Angebote, mehrere Bitten an Ost-Berlin gerichtet. Ist da überhaupt nicht drauf reagiert worden? Oder hat man irgendwann mal gesagt, warum man in Ost-Berlin so und nicht anders gehandelt hat? Also das Interessante ist, dass sowohl mit der DDR verhandelt worden ist, als die Amerikaner und Engländer ja auch mit den Sowjets verhandelt haben. Auf all den Ebenen ist immer verfahrensmäßig agiert worden. Das heißt, es sind verfahrensmäßige Gründe, wir haben jetzt dieses, wir können jenes nicht. Also keine inhaltliche Begründung, kalte Schulter. So. Vielen herzlichen Dank. Wir machen weiter mit einem anderen Top-Thema in Berlin in dieser Woche. Ja, das beherrschende Thema Nummer 2 in der vergangenen Woche war die Entscheidung der alliierten Luftfahrtattachés, über 300 zusätzliche Hin- und Rückflüge für Berlin-Tegel zu genehmigen. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepgen, rechnet jedoch nur mit einer geringfügigen Erweiterung des Berliner Flugverkehrs. In einem Interview mit der Berliner Morgenpost hat er sich nämlich dafür ausgesprochen, langfristig eine Reduzierung der regionalen Flugbewegung anzustreben. Wichtiger seien auf Dauer der Ausbau der Schnellbahnverbindung in den Raum Hannover und in den 90er Jahren eine Aufgabenteilung zwischen den Flughafen Tegel und Schönefeld. Einsteigen in den Berliner Flugverkehr wollen die Fluggesellschaften American Airlines, TWA und eine noch zu gründende deutsch-französische Airline. Ob die damit verbundenen Erwartungen wie besserer Service und niedrigere Preise erfüllt werden, ist fraglich. Flughafen Berlin-Tegel. Mit den neuen Flugverbindungen soll Berlin noch enger an das Bundesgebiet angeschlossen werden. Tatsache ist aber, dass die neuen Airlines nur auf den rentablen Rennstrecken fliegen wollen, beispielsweise nach Frankfurt oder München. Nach Nürnberg oder Bremen will niemand. Das lohnt sich nicht. Jetzt drohen selbst etablierten Fluggesellschaften. Wir werden sehen, wie sich die Entwicklung aufzeigt mit diesem hohen Angebot, was auf den Markt kommen könnte. Es ist sehr sinnvoll, dass man jede Strecke sehr genau untersucht, auch die Wirtschaftlichkeit. Und wenn die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist, dann werden wir, wenn das notwendig ist, Flüge oder Strecken streichen. Ja, das werden wir tun. Besserer Service, mehr Wettbewerb, ein weiteres Ziel. Pan Am hat bereits abgewogen. Die Preise will man nicht senken. Auch von British Airways und Air France hat man bisher nichts von billigeren Tickets gehört. Bisher lockt nur ein Konkurrent von Pan Am, nämlich die amerikanische Fluggesellschaft TWA, mit bis zu 20% billigeren Einführpreisen. Doch wie lange? Wir wollen sie weiterhalten, aber ich kann nicht sagen, wie lange. Es kommt darauf an, was uns die Alliierten genehmigen. Wie die Starts und Landungen, so müssen auch die Tarife von den Alliierten genehmigt werden und dies im Einvernehmen. Im Ernst glaubt aber niemand daran, dass etwa Briten oder Franzosen zustimmen werden, wenn die amerikanischen Tickets wesentlich billiger angeboten würden als die der eigenen Airlines. Wettbewerb ade. Könnte Tegel aber alle Flüge überhaupt bewältigen?
Im Augenblick sprechen wir ja von 40% mehr. Ob die wirklich ausgeschöpft werden in diesem Umfang, steht noch dahin. Aber ich glaube sicher, dass das aufgenommen werden kann, mit dem Einfluss vielleicht von Verzögerungen von 5 bis 10 Minuten. Aber das liegt ja sicherlich noch im Rahmen und ist nicht vergleichbar mit den Werten, die zurzeit in westdeutschen Flughäfen verzeichnet werden müssen. Rauf kämen sie also allemal. Stellt sich lediglich die Frage, ob sie auch wieder herunterkommen, das heißt flugplanmäßig. Hier in Frankfurt landet in Stoßzeiten alle 40 Sekunden eine Maschine. Trotz Startbahn West, der Frankfurter Flughafen ist überlastet, die Fluglotsen im Dauerstress. Sind die in Berlin genehmigten Flüge überhaupt auf den bundesdeutschen Flughäfen noch unterzubringen? Der Flughafen München ist in der jetzigen Sommersaison praktisch von morgens bis abends voll auskoordiniert. Das Gleiche trifft zu auf den Flughafen Frankfurt für die ersten beiden Drittel des Tages. An einem Flughafen wie Düsseldorf haben wir in begrenztem Umfang noch Platz. Dort müssen die Zeiten geändert werden. Wenn die Luftverkehrsgesellschaften dies akzeptieren können, sind dort noch Flüge unterzubringen. Ungefähr die Hälfte aller zusätzlich genehmigten Flüge haben aber den Zielort Frankfurt oder München. Sie kann man bereits heute aus der Kalkulation streichen. Sie werden in Berlin keine Starterlaubnis bekommen, weil sie in Frankfurt und München nicht landen können. Fazit: Mit wesentlich mehr und wesentlich billigeren Flügen ist auf absehbare Zeit gar nicht zu rechnen. Bliebe da noch ein letztes Problem. Wir halten eine Verstärkung des Flugverkehrs für unverantwortlich, weil das zu einem Lärmterror für 200.000 Menschen in Spandau und Reinickendorf führen muss. Und damit zu einer Verarmung ganzer Stadtteile, weil Bürger hier wegziehen und neue Menschen in diese Zone nicht hineinziehen werden. Vom regulären Flugverkehr in den Weltraum. Mars, Phobos 1988, so nennen die Sowjets ihre neue Weltraummission, die am kommenden Donnerstag gestartet wird. Phobos ist griechisch und heißt Angst, doch Angst soll natürlich nicht der Begleiter dieses ehrgeizigen Projekts sein, sondern so heißt das Ziel der Reise. Phobos ist ein Mond, der den Mars umkreist. Im Studio begrüße ich unseren Weltraumexperten Harro Zimmer. Guten Morgen. Herr Zimmer, das Viking-Projekt der Amerikaner 1976 war ja die letzte Mars-Mission. Die Ergebnisse der Untersuchungsforschungs- und auch Fotosvorhaben ergaben ja, dass es auf dem Mars unter Garantie kein Leben gibt. Was zieht denn die Sowjets überhaupt noch dorthin? Ja, unter Garantie hätte ich vielleicht vor kurzem auch noch gesagt. Heute sieht man das schon wieder ein wenig anders und wir haben dazu einige Bilder vorbereitet, die uns einmal den Stand der Marsforschung rekapitulieren sollen. Seit etwa 25 Jahren starten Raumsonden aus Ost und West in Richtung roter Planet. Mit Teleskopen versucht man, den Geheimnissen des Mars auf die Spur zu kommen. Und Viking im Jahre 1976 hat uns ja eine komplette Bestandsaufnahme geliefert. Das, was wir hier sehen, ist im Trick nachgeahmt, ist etwas schöner, etwas anschaulicher als ein nüchternes Fotobild. Wir wissen, dass der Mars sowohl Erd- als auch mondähnliche Züge aufweist. Man hat aber auch durch die Untersuchung des Marsbodens mithilfe von Landegeräten, von automatischen Laboratorien nach Mikroorganismen, nach winzigen Bakterien oder zumindest Spuren von Leben in den hohen Bergen und tiefen Tälern des roten Planeten gesucht. Und all diese Suchaktionen waren vergeblich. Und man hat gesagt, Rot ist tot. Und wenn wir hier gerade einmal das Schaufeln im Marsboden sehen, dann ist das gewissermaßen der verlängerte Arm des Forschers hier auf der Erde, wie wir ihn wieder in der Phobos-Mission finden werden. Aber Rot ist tot. Diese Devise wird heute wieder angefochten. Man sagt, 1976 haben wir vielleicht an der verkehrten Stelle gesucht. Wir müssen erneut zum roten Planeten aufbrechen. Herr Zimmer, es handelt sich ja nun um ein sowjetisches Projekt, aber es gibt westliche Unterstützung. Wer unterstützt denn und wer finanziert das Projekt? Ja, wir sprechen ja aus einem ganz bestimmten Grund auch heute schon über diese Mission, weil unter den 15 beteiligten Staaten die Bundesrepublik und die DDR an diesem Vorhaben beteiligt sind. Beide großen Forschungsnationen, die Akademie der Wissenschaften in der DDR, die Max-Planck-Institute in der Bundesrepublik, liefern Experimente hinzu. Andere Experimente kommen aus Frankreich, aus Bulgarien, eigentlich rund um den Globus. Und last but not least, auch die Amerikaner liefern ihren Anteil. Sie unterstützen mit ihrem großen Netz von Bodenstationen die Datenübertragung zur Erde.
Wir sehen dem internationalen Start von Phobos mit Spannung entgegen am 7. Juli. Ich danke Ihnen, bitte. Herr Zimmer. Vom Mars zurück nach Berlin. Programmbestandteil eines Berlin-Besuchs ist ja, für viele Touristen ein Kaufhaus, genauer gesagt eine Etage in einem Kaufhaus. Die Rede ist vom KDW und hier von der Feinschmeckerabteilung. Da ist Berlin Weltstadt pur. 25.000 Artikel werden angeboten und was man für gutes Geld dort kaufen kann, das wird mit viel Aufwand herbeigeschafft. Und die wichtigste Quelle für frische Lebensmittel sind die Hallen von Rungis bei Paris. Das ist der bedeutendste Großmarkt der Welt. Einmal die Woche fährt so ein LKW von der Seine an die Spree, vollgepackt mit Dingen, die man so eben nur in Rungis bekommt. Kein Supermarkt, sondern eher ein Markt der Superlative, so versteht sich die kulinarische Belle Etage des KDW. Hier soll der Kunde alles finden, probieren inbegriffen, auch die Dinge des alltäglichen Lebens, aber vor allem soll er seinen Wünschen begegnen. Und dass die Feinschmecker-Etage kein Tempel nur für einen kleinen Kreis kulinarischer Snobs ist, beweist der Umsatz. Der Preis interessiert weniger, mehr die Qualität, dafür lassen die Kunden jährlich über 80 Millionen Mark hier. Ortswechsel, die Rue Lepic in Paris, eine ganz normale Einkaufsstraße. Leben wie Gott in Frankreich, denkt der Besucher aus Deutschland unwillkürlich. Findet er doch hier auf jedem Markt, an jeder Ecke, all die Köstlichkeiten in bester Qualität, die er bei uns suchen muss. Ganz nebenbei bemerkt, die Aufnahmen hier haben wir am Sonntag gedreht. Keine Spur von Einkaufsstress nach Feierabend wie bei uns. Zum Einkaufen hat Paris durchgehend geöffnet. 4 Uhr morgens in Rungis bei Paris. Um diese nachtschlafende Zeit herrscht in den Markthallen schon längst Hochbetrieb. Rungis versorgt nicht nur den Großraum Paris mit seinen 10 Millionen Einwohnern, hier treffen sich auch Einkäufer aus ganz Europa. Hier wird das Neueste und Frischeste aus aller Welt zuerst angeboten. Frischfisch, Geflügel, Fleisch, Käse, Gemüse und Obst stehen auf dem Einkaufszettel des KDW. Wer in Paris einkauft, hat den entscheidenden Vorsprung gegenüber den Konkurrenten. Was die französischen Fischer aus Atlantik, Nordsee und Mittelmeer geholt haben, wird ab 3 Uhr morgens in der Fischhalle umgeschlagen. Dazu kommen noch die Fänger aus Übersee. Hier beginnt der Einkaufsmarathon für Norbert Künicke, Leiter der Lebensmittelabteilung des KDW, und seinen Einkäufer in Paris, Heribert Bachmann. Etwa alle 4 Wochen ist Künicke in Paris. Weniger zum Einkaufen, sondern vor allem, um sich eine Übersicht über das Marktangebot zu verschaffen. Geordert ist das meiste schon vorher. Heute werden die Preise nur verglichen, das Sortiment wird ergänzt und kontrolliert. Was in Rungis auf den ersten Blick verwirrend erscheint, das Durcheinander von Händlern und Einkäufern, hat System, ist wohl organisiert. Hat sich ein Käufer entschieden, ist über den Preis verhandelt worden, wird die Ware gleich bezahlt und erhält eine Nummer. Eine gleiche Nummer bekommen die Transporteure in der Halle, die alles einsammeln und an die Laderampen schaffen. Kosmetik für Langusten aus dem Senegal. Auch auf dem Großmarkt verkauft sich besser, was ansprechend präsentiert wird. Innerhalb weniger Stunden muss die Ware bei den über 100 Händlern umgesetzt werden. Was nicht verkauft wird, wandert in die Kühlräume, wird morgen noch einmal angeboten, wenn es dann überhaupt einen Käufer findet. Das fließt jetzt ab der Warenstrom. Bis um 6:30 Uhr, dann wird noch 6 Uhr früh, es wird ruhiger in der Fischhalle, Zeit für die Zigarettenpause. Keine Zeit für unsere beiden Einkäufer, es geht weiter zum Geflügel. Freilandgeflügel statt schwachbrüstige Tiere aus Käfighaltung, da ist Frankreich konkurrenzlos. Am Kamm und an den blauen Füßen erkennt der Feinschmecker die bessere Qualität. In Deutschland verbietet es das Lebensmittelgesetz, dass solche Ware in den Handel kommt, wie auch Hahnenkämme, gegrillt, eine Delikatesse.
Blutig das Geschäft, rau die Sitten in der Halle für die Innereien. Nichts für schwache Gemüter und uns treibt doch nur die Neugierde hierher. Gekauft werden Innereien nicht in Frankreich, sondern auf dem Berliner Großmarkt. Fleisch dagegen wird auch aus Paris bezogen. Vor allem Lamm und jährlich über 15 Tonnen Charolais-Rind. Eine Rasse, die bei deutschen Bauern nur ganz selten auf der Weide steht. Alle Hallen von Rungis an einem Vormittag zu sehen, ist fast unmöglich. Auf einem Gelände von 220 Hektar sind in über 30 Hallen fast 1000 Großhändler zu finden. Deshalb auch wurden vor 20 Jahren die alten Hallen von Paris ausgelagert an den Stadtrand. Früher war der Bauch von Paris mitten im Zentrum der Metropole. Ein chromblitzendes, verglastes Einkaufszentrum hat die historischen Marktpavillons ersetzt. Das Trou des Halles, das Loch, das die Zerstörung der Markthallen gerissen hatte, ist wieder aufgefüllt. Ah, da hört man auf die Lochung. Wenn da Fehler drin sind, das hört man. Ja. Wir sind wieder zurück in Paris, wo wir die beiden Einkäufer wieder treffen. Umgezogen sind sie inzwischen, denn zu penetrant haftet der Geruch aus der Fischhalle an den Kleidern. Eine gute Nase und ein feiner Gaumen sind notwendig bei der Degustation, dem Verkosten. Vor dem Kauf wird alles probiert. In der Käsehalle sind am Dienstag die Deutschen unter sich. Aus München angereist, der Feinkosthändler und Gastronom Käfer. Weil die Franzosen bei den Preisen für die deutschen Nachbarn gerne etwas höher gehen, wird vieles gemeinsam gekauft. Da gibt es keine Konkurrenz zwischen Berlin und München. Da wird zusammen um die Preise gefeilscht, um sie zu drücken. Ich würde Ihnen auch ganz gerne den zeigen dort. Nehmen wir an, dass es ein Artikel sein kann im Sommer. Ein neues Produkt wird entdeckt. Ein Joghurt aus Schafsmilch, der ins Sortiment übernommen werden soll. So. 11 Uhr, letzte Station für heute Vormittag. Bonjour, Madame. Comment ça va? Auch in der Gemüse- und Obsthalle sind die beiden bekannt, haben ihre bewährten Lieferanten. Auch hier der gleiche überwältigende Eindruck. Eine fast unüberschaubare Fülle von Bekanntem und Exotischem. Gerade beim Obst und Gemüse zeigt sich, dass Rungis nicht nur der bedeutendste Großmarkt der Welt ist, sondern auch Waren aus allen Erdteilen anbietet. Zum Beispiel Kiwanos aus Neuseeland, hierzulande fast noch unbekannt, süßlich im Geschmack, für Desserts geeignet. Was an diesem Morgen eingekauft wurde, wird derweil draußen verpackt. Fisch auf Eis, der Rest geht im gekühlten Laderaum des 20-Tonners auf die 1300 Kilometer lange Reise nach Berlin. Gegen 13 Uhr ist fast alles geladen und bald wird dann auch der übliche Stau auf der Pariser Stadtautobahn hinter uns liegen. Nächster Halt ist Saarbrücken. Grenzabgaben in Frankreich und in der Bundesrepublik, ein Wust von Formularen, die Vorschriften der EG, ein Wunderwerk der Bürokratie. Letzte Hürde, Warenkontrollen durch den Pflanzenschutz und den Tierarzt im Interesse des Verbrauchers. Also es wird versucht, auf alle möglichen Art und Weise, sowohl über Pflanzen als auch über Tiere, keine Krankheiten bzw. Krankheitskeime ins Innere der Bundesrepublik hineinkommen zu lassen. Das ist praktisch der Sinn der Grenzuntersuchung. Als der Lastwagen in der Nacht verschwindet, unbeanstandet auf dem Wege nach Berlin, da bekommen wir auch noch die Antwort auf eine Frage, die uns seit Paris beschäftigt. Warum der aufwendige Einkauf in Rungis, der lange Transport? Gibt es keine gleichwertige Ware in Deutschland? Die Antwort gibt wieder der Fachmann, diesmal nicht als Tierarzt, sondern als Feinschmecker. Eine gewisse Käuferschicht, die wird natürlich, nachdem sie einmal den Geschmack bekommen hat, wahrscheinlich nicht mehr gern auf diese Produkte verzichten. Nun wird ja das wahrscheinlich in Prozente ausgedrückt, ein sehr geringer Prozentsatz unserer deutschen Bevölkerung sein, die sich das erlauben können. Denn ich könnte mir vorstellen, wenn ich auch die Einkaufspreise auf den Rechnungen sehe, die ja nun zu den Begleitpapieren gehören, kenne ich die Verkaufspreise nicht. Ich könnte mir vorstellen, wenn Transport und Grenzabgaben und all diese Dinge auf diese Waren draufkommen,
dass das doch noch nicht ein Artikel für jedermann in der Bundesrepublik ist, sodass unsere Leute ihre Waren doch noch loswerden. Dennoch ein klares Plädoyer für die Qualität der französischen Ware. Und der höhere Preis scheint viele Käufer nicht abzuschrecken, wenn es denn mal was Gutes sein soll. Wir sind wieder zurück in Berlin, dem Ort in Deutschland, der auch als Testmarkt einen Ruf hat. Nirgendwo sonst ist der Verbraucher so bereit, Neues auszuprobieren. Und das KaDeWe wird damit seinem Anspruch gerecht, nicht nur von allem zu haben, was es auf dem Markt gibt, sondern auch für alle. Das hält den wöchentlichen Nachschub aus Paris in Schwung, seit fast 20 Jahren. Nicht jede Ware bringt Gewinn, nicht alles wird auch verkauft. Ein Teil wird in den eigenen Restaurants oder an den Verzehrständen verbraucht. Macht das Risiko damit kalkulierbar. Dem Renommee dient es allemal, 1800 Käsesorten im Angebot zu haben. Wenn der Fisch allerdings so exotisch anmutet, dass man ihn eher im Aquarium vermutet als später auf dem Teller, dann klingelt nicht unbedingt die Kasse, aber es lockt Kunden an. Nicht alle Artikel können kaufmännisch kalkuliert werden. Wir müssen Artikel subventionieren, aber um unserem internationalen Anspruch als Delikatessenanbieter gerecht zu werden, gehören diese Artikel zu unserem Sortiment. Ein Ziel, das erreicht ist. Der einzige wirkliche Konkurrent, der mit der sechsten Etage mithalten kann, sitzt weit weg in Tokio. Bei aller Exklusivität, allem Luxus, diese Etage ist doch volkstümlich. Oder würde sie sonst bei den Berlinern einfach nur die Fressetage heißen? Heute geht das sechste Münchner Filmfest zu Ende, als große Kinoschau fürs interessierte Publikum. Der Kinowirtschaft geht es derzeit so gut wie lange nicht mehr. Das heißt, steigende Besucherzahlen, mehr als 100.000 waren es in diesem Jahr. Erstmals zu sehen, Arbeiten des sowjetischen Regisseurs Sergei Parajanov. Seine Filme wurden bislang der Öffentlichkeit vorenthalten. Ansonsten im Mittelpunkt des Interesses die aktuellen Produktionen. Keine Veranstaltung für Insider wie die anderen berühmteren Filmfestivals, sondern ein Fest fürs Kinopublikum. Das waren diese Münchner Filmtage auch im sechsten Jahr ihres Bestehens. Was in Cannes unlängst an neuen Spielfilmproduktionen von der Fachwelt kritisch begutachtet wurde, in München flimmerte es über die Leinwände einer Handvoll Kinos noch vor dem regulären Starttermin. Besonders gefragt die Karten fürs internationale Programm, wie für den neuen Streifen mit Gérard Depardieu Unter der Sonne Satans. Zwei Filme wurden begeistert aufgenommen, Stand and Deliver, eine spannend witzige Schulgeschichte aus den USA, und A World Apart, eine andere Welt, eine Anti-Apartheid-Story, die unter die Haut geht. In eine andere, fremdartige Welt führt dieser Film, Schatten vergessener Ahnen, 1964 gedreht, Sergei Parajanovs erste große Regieleistung. Uralte russische Mythen werden wieder lebendig, faszinierend schöne Bilder, die den Zuschauer magisch in ihren Bann ziehen. Collagen von Sergei Parajanov am Rande seiner ersten großen Filmretrospektive im Westen. 800 hat er während seiner vierjährigen Haft in einem Arbeitslager hergestellt. Seine Filme waren der sowjetischen Kulturbürokratie Mitte der 70er Jahre nicht linientreu genug. Das waren die vier besten Jahre meines Lebens. Endlich war ich diese ganzen Bürokraten los. Die müsste man heute genauso an den Pranger stellen wie Stalin. Als ich wieder rauskam, habe ich zu meinem Freund Tarkowski gesagt, wenn du das auch nur ein Jahr aushältst, dann wirst du ein Genie. Parajanovs Meisterwerk Sayat Nova,
Kindheit, Liebe und Tod eines armenischen Dichters im 18. Jahrhundert. Behandelt das Buch liebevoll, beschützt es und lest es. Das Buch ist die Seele und Leben. Ohne das Buch wäre die Welt ungebildet. Lest die Bücher und vermittelt sie dem Volk, damit es gebildet werde. Denn jeder braucht Wissen. Stilistisch zweifellos der bisherige Höhepunkt seines Filmschaffens. Die Handlung ist nebensächlich, kunstvoll arrangierte Szenen stellen den Reichtum kaukasischer Kulturgeschichte zur Schau. Szenen mit Symbolcharakter wie diese. Auch Paratschanow selbst schöpft aus dieser Kulturtradition. Dass seine besten Filme in der Vergangenheit spielen, hat aber noch einen anderen Grund. Also ich persönlich habe von der Perestroika, diesem warmen Golfstrom, der sich zurzeit über die Künstler in der Sowjetunion ergießt, noch nicht viel gespürt. Ich schwöre Ihnen, die geben mir einfach kein zeitgenössisches Thema. Und wissen Sie warum? Weil sie Angst haben, dass ich, der Dissident, dann doch wieder etwas drehe, was ihnen nicht gefällt. Paratschanow bei Dreharbeiten zu seinem neuesten Film Aschik Kerib. Wieder geht es um die tragische Geschichte eines Künstlers vor langer Zeit mit aktuellem Bezug zur Lebens- und Leidensgeschichte des Filmkünstlers Sergei Paratschanow, jenes unbequemen Mannes aus Tbilisi, der einen Lieblingswunsch hat, Goethes Faust in der Bundesrepublik zu verfilmen, wenn man ihn lässt. So viel von den Filmfestspielen in München. Aktualität geht zwar vor bei RIAS TV, aber sie ist nicht alles zum Programm. Da gehören bei uns auch Rückblicke in die Geschichte und das regelmäßig. Das historische Kalenderblatt am 3. Juli, heute vor 84 Jahren, starb Theodor Herzl. Theodor Herzl, das war der Mann, der wie kaum ein anderer das politische Bewusstsein der Juden prägte. Er gilt als Wegbereiter des Zionismus, eine Bewegung, die schließlich zur Gründung des Staates Israel führte. Am 3. Juli 1904 stirbt in Etlach an der Rax Theodor Herzl, der Begründer des politischen Zionismus. Theodor Herzl ist im Mai 1860 in Budapest geboren. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Gymnasiums in seiner Heimatstadt zieht die Familie 1878 mit ihm nach Wien. Hier beginnt er das Studium der Rechtswissenschaften und wird mit 24 Jahren promoviert. Gleich danach schlägt er die Laufbahn als Richterkandidat ein, die ihm eine Stellung in Salzburg bringt. Von der Literatur und dem Journalismus angezogen, verlässt er die erlernte Profession und geht wieder nach Wien. In wenigen Jahren erlangt Theodor Herzl bei der Neuen Freien Presse beachtliche Bekanntheit als Berichterstatter über Gerichtsverhandlungen. Sein Ruf ist so gut, dass er als Korrespondent nach Paris geschickt wird, um für die Tageszeitung die Dreyfus-Affäre zu verfolgen. Dieser aufsehenerregendste politische Prozess des 19. Jahrhunderts macht auf Herzl bleibenden Eindruck und erfüllt ihn mit Bitterkeit. Er sieht seine juristische Bildung und seine jüdische Abstammung gleichermaßen verhöhnt, als er die politischen Machenschaften gegen den französischen Offizier Alfred Dreyfus, der auch Jude ist, durchschaut. Herzl gewinnt den Eindruck, dass die Verunglimpfung und Verfolgung der Juden auch in einer Republik wie Frankreich nicht unterbunden werden kann. Dieses Erlebnis weckt in ihm die Vision eines jüdischen Staates, in dem sich die Juden nach vielen Jahrhunderten der Diaspora gemeinsam niederlassen könnten. Während seiner Arbeit als Feuilleton-Redakteur bringt Theodor Herzl diese Idee in dem Buch Der Judenstaat zu Papier, das 1896 in Wien veröffentlicht wird.
Um eine Selbstbesinnung vieler Juden zu erreichen und das öffentliche Interesse zu wecken, setzt er eine Reihe propagandistischer Initiativen in ganz Europa. Dazu gehört auch die Gründung der zionistischen Bewegung und einer eigenen Zeitung. In Basel veranstaltet Herzl 1897 den ersten zionistischen Weltkongress und wird als Vater des Gedankens zum ersten Präsidenten der zionistischen Weltorganisation gewählt. Theodor Herzl trägt seine Überzeugung, dass nur ein politischer Akt die Probleme der Juden lösen kann, den europäischen Herrschern und Staatsoberhäuptern vor und bittet jüdische Industrielle um finanzielle Unterstützung seiner zahlreichen Aktivitäten. Neben der Arbeit für den jüdischen Weltkongress und die Zeitungen schreibt Herzl Romane, Novellen und Theaterstücke, die meist von der Lebenssituation der Juden inspiriert sind. Trotz der bemerkenswerten Zustimmung, die seine Initiativen erfahren, kämpft Theodor Herzl immer wieder mit unüberwindbaren Schwierigkeiten. Das hoffnungsvolle Angebot Großbritanniens, den Zionisten einen Teil Englisch-Ostafrikas zur Verfügung zu stellen, stößt auf heftige Ablehnung unter den Mitgliedern und Sympathisanten des Kongresses. Für die meisten ist Palästina als einziger Ort des jüdischen Staates denkbar. Von der Arbeit und den Auseinandersetzungen aufgerieben, erkrankt Theodor Herzl schwer und stirbt mit 44 Jahren, kurz nachdem er sein letztes Buch Alt-Neuland über seine Vorstellungen von einem jüdischen Staat in Druck gegeben hat. Und fast ein halbes Jahrhundert, bevor seine Ideen mit der Proklamation des Staates Israel 1948 Wirklichkeit werden. Tja, das war's auch schon. Das war die erste Testsendung von RIAS TV. Wir melden uns wieder in einer Woche zur gleichen Zeit. Ja, und zum Schluss noch einen Blick über den großen Teich. Morgen ist der 4. Juli, Unabhängigkeitstag in den USA. Die Amerikaner bereiten sich im Moment auf die größte Fete der Nation vor. Und wir sagen Tschüss. Auf Wiedersehen. Der 4. Juli, Independence Day, Tag der amerikanischen Unabhängigkeit und Nationalfeiertag in den USA. Die Amerikaner feiern ihn jedes Jahr. Unverkrampft und fröhlich, aber auch mit Pathos und Nationalhymne. Wie finden Amerikaner die Feiern in Washington? Diese beiden Mädchen sagten, wir finden sie toll. Und warum sind sie aus Florida nach Washington angereist? Weil die Feiern zum 4. Juli in Washington das Größte sind. Der 4. Juli ist vor allem Feuerwerk in jeder Form. Schon seit Wochen werden überall Sachen, die rauchen, zischen und knallen, verkauft. Damit genau dies nicht passiert, gibt es in Washington ein Feuerwerk von Profis. Was aussieht wie Mörserrohre, sind die Abschusszylinder für die Lichtershow der Berufspyromanen am Washington Monument. Morgen Abend um Punkt 20 Uhr werden hier knapp 500 Meter vom Weißen Haus entfernt Raketen gestartet. Friedliche, versteht sich. Der 4. Juli ist auch das Signal für den Beginn der Sommerpause im politischen Washington. Die Hauptstadt ist 6 Wochen lang nur noch Museumsstadt und Touristenattraktion, denn Präsident und Kongress fahren in die Ferien.